Ich bin ein Befürworter übrigens von Vitaminen. Also ich das ist mein Gefühl. Ich kann es nicht belegen. Aber ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass Vitamin D eine ganz besonders wichtige Rolle spielt, weil die Coronaviren und Grippevirenerkrankungen kommen typischerweise im Winter. Dort, wo 50% der nordeuropäischen Bevölkerung Vitamin D defizient sind. Und ich muss Ihnen sagen, unsere Familie, wir nehmen immer Vitamin D im Winter und sogar im Sommer, wenn es zu lange keine Sonne gibt. Ich nehme übrigens auch Vitamin C und da sage ich Ihnen etwas, was ich bis jetzt hier in keinem Interview gesagt habe. Etwa nicht 80 Milligramm pro Tag, sondern richtig 200 bis 500 Milligramm pro Tag. Und das tue ich mein Leben lang und ich sage den Leuten, ich bin nie krank. Ich habe nicht einmal eine Erkältung seit über 40 Jahren. Und so ist es. So, das war ein Tipp für Sie. Jetzt spekuliere ich für euch alle, weil ich glaube, dass diese Spekulation wichtig ist, damit alle anfangen, darüber nachzudenken. Wissen Sie, im Ersten Weltkrieg 1918 gab es eine Begebenheit, dass die Welt bis heute als Rätsel, ungelöstes Rätsel dasteht. Und das Rätsel war, im Jahr 1918 erkrankten ungefähr 1 Million amerikanische Soldaten, junge Soldaten, so schwer an der spanischen Grippe, dass sie kampfunfähig waren. Kennen Sie die Geschichte? Ich Nein. vermute ja, ich vermute ja. Ja. 50 bis 100.000 junge Soldaten sind an der spanischen Grippe verstorben. Okay? Nie wieder ist sowas passiert, dass junge Menschen ohne Vorerkrankung an der Grippe in dieser Anzahl verstorben sind. Diese Soldaten und 3 Millionen mehr, denn 4,1 Millionen insgesamt, waren geimpft, wurden gerade geimpft gegen, und jetzt kommt etwas, was in den Medien falsch läuft, nicht gegen die Grippe. Damals gab es keine Grippeimpfung. Nein, sie wurden geimpft gegen Typhus. Aber dieser Typhusimpfstoff war in sich eine Immunverstärkerbombe, so wie es nie die Welt gesehen hat. Dieser Impfstoff wird auch heute nicht mehr gebraucht. Okay? Okay. Also das heißt, die Belastung durch den Impfstoff war so stark, dass die spanische Grippe leichtes Spiel hatte. Das war die Vorsensibilisierung, dass die Rakete abging, weil so viele Immunbotenstoffe Ja. unterwegs waren, ja, die in sich nichts machte. Es Okay. musste einen die Zünde Ah kommen. ja, okay. Ja. So, jetzt mal. In Italien sind ausnehmend viele junge Menschen, auch Ärzte, gestorben an Covid-19. Jetzt spekuliere ich. Wissen Sie, dass Italien eins der umfangreichsten Impfprogramme der Welt hat, mit Impfpflicht gegen praktisch 10 Erreger, inklusive Grippe. Alle Italiener müssen sich gegen Grippe impfen lassen, gegen Lungenentzündung, Pneumokokken, gegen Meningokokken, Hirnhautentzündung. Und alle diese Impfstoffe haben Immunverstärker. So, mehr will ich nicht sagen. Ich will nur darauf hinweisen, dass wenn die unter 65-Jährigen in diesem Land, die kerngesund sind, sich mit einem Verstärker aufputschen lassen wollen im Vorfeld, dann hoffe ich, dass sie nicht schwerer an Covid-19 oder Grippe oder was weiß ich erkranken, wenn die Herbstwelle kommt. So. Okay. Ist das klar genug gewesen? Das ist, für mich ist das klar genug. Gut. Dieses Maskentragen ist in jeder Hinsicht falsch. Auf der einen Seite wollen sie verhindern, verhindern sie aber nicht hundertprozentig, dass das Virus sich ausbreitet. Auf der anderen Seite machen sich die Leute, die Masken tragen, krank. Diese Teste sind erfunden und kreiert worden für den Laborgebrauch und nicht für die Diagnostik am Menschen.
So steht es auch explizit. Diese Teste erlauben eigentlich keine Diagnostik und trotzdem werden sie dafür gebraucht. Nach meinem Verständnis der deutschen Verfassung, aber ich bin Laie, ist alles das, was jetzt läuft, verfassungswidrig. Die Impfung ist weder sinnvoll noch notwendig und die Impfung, so wie sie jetzt vorangepeitscht wird, wird sehr gefährlich sein. Zum ersten Mal in der Geschichte der Medizin wird ein fremdes Gen in ihren Körper eingeführt, jetzt von einem Virus. Genveränderte Pflanzen wollt ihr nicht haben, ja, Tierversuche wollt ihr nicht haben. Alles verstanden, versteht ihr? Ihr habt nichts dagegen. Aber wieso kommt ihr jetzt und sagt, ja, Genversuche an Menschen sind okay? Ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir das hier jetzt erklären. Und meine Sorge gilt meinen Kindern und meinen Enkeln. Ich habe auch Enkel. Es kann nicht sein, dass ihre witzige Impfung durchgeführt wird an unseren Kindern und Enkeln. Dann ist diese Gesellschaft am Ende.